Ich habe in den letzten Tagen die Banking-Daten von Contest ausgewertet und da ist mir ein Fehler aufgefallen, den wirklich sage und schreibe 86% der Selbstständigen falsch machen. Was der Fehler ist und wie du ihn vermeiden kannst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und der Fehler hat zu tun mit deiner Umsatzsteueridentifikationsnummer und Online-Tools oder in den meisten Fällen mit Online-Tools wie zum Beispiel Adobe, aber zum Beispiel auch Facebook, Projektmanagement-Tools wie Monday.com oder Asana oder aber auch so Videokonferenzlösungen wie Zoom. Bei diesen Online-Tools hast du meistens in den Einstellungen die Möglichkeit, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu hinterlegen. Und das ist unglaublich wichtig, selbst wenn das so ein bisschen versteckt in den Einstellungen ist. Weil wenn du keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einträgst, signalisierst du dem Anbieter dieser Softwarelösung, dass du dieses Tool privat nutzt. Das heißt, wir reden hier über einen B2C-Umsatz und dann bekommst du eine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis. Wenn du allerdings die Umsatzsteueridentifikationsnummer hinterlegst, dann bekommst du eine Nettorechnung, also eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Genauer gesagt eine Reverse-Charge-Rechnung, also der gesamte Rechnungsbetrag ist niedriger. Und das musst du natürlich auch machen. Wenn du eine Software für deine Selbstständigkeit, für dein Unternehmen buchst, musst du sie natürlich als Unternehmen buchen und nicht als Privatperson. Also immer mit Umsatzsteueridentifikationsnummer und nie ohne. Der Preisunterschied zwischen einer Rechnung mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer ist gar nicht so niedrig, denn er ist ziemlich genau 19% Umsatzsteuer. Und um euch einfach mal ein Beispiel zu zeigen, habe ich geschaut, wie viel Geld ich eigentlich für solche Softwarelösungen ausgegeben habe in meinem letzten Jahr als Selbstständiger. Und da lagen meine gesamten jährlichen Kosten für so Software-Tools bei 6.500 Euro. Und 19% von 6.500 Euro sind 1.235 Euro. Mehr als 100 Euro im Monat hätte ich mehr für meine Softwarelösungen bezahlt, wenn ich nicht meine Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben hätte. Einige von euch denken sich jetzt vielleicht, ja, ist doch egal, wenn ich eine Rechnung mit Umsatzsteuer bekomme, dann kann ich ja die Umsatzsteuer einfach als Vorsteuer geltend machen. Und da bekommen wir leider ein Problem. Nein, das darfst du nämlich nicht. Du darfst keine falsch ausgewiesene Umsatzsteuer geltend machen. Und wenn du ein Tool beruflich nutzt und eine B2C-Rechnung, also keine Reverse-Charge-Rechnung bekommst, dann ist diese Rechnung inhaltlich, sachlich falsch. Und aus falschen Rechnungen darfst du keine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, wenn du das auch machst und die Vorsteuer fleißig ziehst, dann muss ich dir leider mitteilen, das ist leider falsch. Und weil ich gerade in diesem Kontext wahnsinnig viele Diskussionen ständig führe, weil mir Leute das nicht glauben wollen und immer wieder dagegen anargumentieren, habe ich mir natürlich die Mühe gemacht, die genauen Gesetzesparagraphen rauszusuchen. Und deswegen schauen wir da auch einmal rein. Und zwar genauer gesagt in den Umsatzsteueranwendungserlass, und zwar in 15.2. Da steht nämlich, nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz ist nur die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehbar. Soweit so gut, aber jetzt wird's spannend. Zweiter Satz. Ein Vorsteuerabzug ist damit nicht zulässig, soweit der die Rechnung ausstellende Unternehmer die Steuer nach § 14c Umsatzsteuergesetz schuldet. Das bedeutet, wenn einer die Umsatzsteuer nach § 14c schuldet, darfst du sie nicht als Vorsteuer geltend machen. Was machen wir? Wir gucken natürlich in § 14 Umsatzsteuergesetz. Und da steht in Absatz 2, wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer nicht berechtigt war, in Klammern unberechtigter Steuerausweis, schuldet den ausgewiesenen Betrag. Was bedeutet es auf Deutsch unverständlich? Wenn ein Softwareunternehmen für dich, für dein Unternehmen eine Dienstleistung ausübt, das heißt dir Zugang zur Software gibt und Umsatzsteuer ausweist, muss dieses Softwareunternehmen diese Umsatzsteuer auch zahlen. Das steht in § 14c Umsatzsteuergesetz. Und du darfst diese Umsatzsteuer aber nicht in deiner Umsatzsteuervoranmeldung als Vorsteuer geltend machen. Das steht in § 15.2 Umsatzsteueranwendungserlass. Deswegen, das Ganze ist nicht möglich. Und wenn du trotzdem die Umsatzsteuer geltend machst, dann musst du damit rechnen, dass das Finanzamt, wenn es das nächste Mal dein Unternehmen prüft, diese Umsatzsteuerbeträge alle von dir zurückfordert.
Das Ganze gilt übrigens für alle Leistungen von einem Unternehmen aus dem EU-Ausland für dich nach Deutschland. Das sind die sogenannten Reverse-Charge-Umsätze. Der große Vorteil ist, bei den ganzen großen Online-Tools bekommst du in der Regel die Umsatzsteuer erstattet. Das heißt, wenn du Zoom nutzt beispielsweise und schon einige Monatsraten gezahlt hast und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nie eingetragen hast und deswegen eine Rechnung mit falscher Umsatzsteuer bekommen hast und jetzt nach 3-4 Monaten die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einträgst, bekommst du in der Regel diesen Umsatzsteuerbetrag erstattet. Das heißt, das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, wenn du das Video jetzt erst siehst und dir auffällt, dass du das in den letzten Monaten auch nicht gemacht hast. Dann solltest du es aber jetzt dringend nachholen. Ein besonderes Problem haben übrigens Kleinunternehmer. Auch Kleinunternehmer sind ja Unternehmer, wie der Name auch sagt. Und auch Kleinunternehmer können natürlich ihre Umsatzsteuer-ID da angeben. Und dann bekommen sie auch eine Nettorechnung. Das Problem ist, wenn du das als Kleinunternehmer auch machst, musst du tatsächlich trotzdem, obwohl du Kleinunternehmer bist, eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und tatsächlich 19% auf diesen Rechnungsbetrag nochmal on top an das Finanzamt überweisen. Warum? In der Theorie müssen das alle machen. Also auch Regelbesteuerer müssen auf den Nettorechnungsbetrag noch einmal Umsatzsteuer zahlen. Sie haben aber in der gleichen Sekunde auch einen Vorsteuerabzug und bekommen das Geld wieder. Die rechnen also einmal plus 19% und minus 19% und unterm Strich passiert eigentlich gar nichts. Bei Kleinunternehmern ist es aber anders. Wenn du beispielsweise als Kleinunternehmer 100 Euro bei der Adobe Creative Cloud ausgibst und eine Reverse-Charge-Rechnung bekommst, dann musst du tatsächlich nochmal 19% auf diese 100 Euro, also 19 Euro, zusätzlich an das Finanzamt abführen und auch eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Deswegen ein rein praktischer Tipp. Du als Kleinunternehmer gibst idealerweise deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht an. Das ist in der Theorie eigentlich falsch, dass du eine Rechnung mit Umsatzsteuer bekommst, weil du als Kleinunternehmer ja trotzdem Unternehmer bist. Allerdings hast du keine nachteiligen Konsequenzen, weil du ja sowieso keinen Vorsteuerabzug hast. Kann dir eigentlich egal sein, ob die ausgewiesene Umsatzsteuer richtig oder falsch ist, weil du sie ja sowieso als Kleinunternehmer nicht geltend machst. Das ist zwar in der Theorie nicht richtig, in der Praxis hast du aber keinerlei Nachteile und sparst dir die Arbeit, eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Ein wichtiger Hinweis zum Abschluss dieses Videos, ich rede hier relativ viel über Software-Tools, aber das Ganze gilt natürlich nicht nur für Software-Tools, sondern immer dann, wenn du Kunde bist bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Das gilt also auch für Beratungsleistungen, Dienstleistungen, Coachings und so weiter. Das heißt, immer wenn ein Unternehmen aus dem EU-Ausland dir eine Rechnung schickt, solltest du zusehen, dass du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an diesen Leistungserbringer übermittelst und eine Nettorechnung bekommst, außer du bist Kleinunternehmer. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar und ich helfe dir gerne weiter. Wenn du Hilfe brauchst bei deiner Buchhaltung, deinen Umsatzsteuer-Identifikationsnummern oder deinen Rechnungen oder deinen Steuererklärungen und so weiter, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder aber du schaust dir erstmal eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.